7 interessante Fakten über Magdalena Neuner. 1. Magdalena Neuner wurde in dem kleinen bayerischen Dorf Wallgau geboren. Dort traf sie auch ihren zukünftigen Ehemann. Und das Paar lebt zusammen immer noch in dieser 1400 Seelen Gemeinde. 2. Zu ihrem ersten Rennen, einer Etappe des Biathlon-Weltcups, kam die Athletin als Reservistin. Damals hatte ihr ein Zufall geholfen. Ihre Teamkollegin konnte nicht am Sprint teilnehmen. Zu dieser Zeit war Neuner 19 Jahre alt. 3. Magdalena Neuner gilt als die jüngste Athletin, die jemals dreifache Weltmeisterin im Biathlon wurde. Zusätzlich ist sie bis heute die jüngste Gewinnerin der Weltcup-Gesamtwertung. Neuner stellte diese Rekorde binnen zweier Schießsaisons 2006-2007 und 2007-2008 auf. 4. Trotz aller Siege hatte Neuner jedoch eine Achillesferse. Ihre Trefferquote an stehenden Schüssen beträgt 68%, was für eine Biathletin dieses Niveaus ein eher schwacher Wert ist. 5. Am erfolgreichsten war sie beim Sprintrennen. Während ihrer Karriere war die Bayerin dreimal Sprint-Weltmeisterin. Zweimal wurde sie Vize-Weltmeisterin des Small World Cup. 6. Magdalena Neuner wird im Weltbiathlon nicht nur mit Vor- und Nachnamen genannt. Fans und Kommentatoren haben ihr die Beinamen Gold-Lena, Turbo-Lena und Biathlon-Königin verliehen. 7. Mittlerweile setzt Magdalena Neuner ihre Karriere unter anderem als Journalistin fort. Sie ist Expertin bei dem Fernsehsender Das Erste und berichtet kundig über die Biathlon-Weltcuprennen.